Ich freue mich sehr, dass Sie an diesem Netzwerktreffen der Klimakönner teilnehmen. Ich habe auch schon einige bekannte Namen und Institutionen auf der Teilnehmerliste gesehen. Das freut mich ebenfalls. Und ja, bevor wir mit dem Programm so richtig starten, möchte ich jetzt zu Christoph Rohlmann, unserem Bundesgeschäftsführer, überleiten. Er ist uns zugeschaltet und wird einmal kurz die SDW vorstellen und Sie alle herzlich begrüßen. Vielen Dank, Christoph. Du bist noch stumm. Und mache jetzt so. Jetzt müsste man mich hören. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, Simon, für die Einführung und auch an Sie allen herzliches Willkommen bei unserem Netzwerktreffen im Projekt Die Klimakönner. Wir hatten ja bereits eines vor ungefähr einem Dreivierteljahr und das ist jetzt sozusagen die zweite Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie heute hier aus Berlin begrüßen. Ich bin auf dem Holzbauforum in Berlin, eine Veranstaltung, wo es natürlich auch um das Thema Klima geht. Welchen Beitrag kann Holz zum Klimaschutz leisten? Und freue mich, dass ich Sie da trotzdem hier bei Ihnen sein kann und wünsche Ihnen jetzt auch schon mal einen spannenden Tag und viele interessante Gespräche. Kurz ein paar Worte zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Wir sind ein anerkannter Naturschutzverband, der sich für das Thema waldbezogene Bildung sehr stark engagiert. Wir haben 25.000 Mitglieder in Deutschland und das ist sozusagen unser größtes Bildungsprojekt und wir sind da sehr, sehr froh, dass wir das schon seit einigen Jahren sozusagen als eines unserer Kernprojekte sozusagen durchführen können. Wir haben heute ein sehr spannendes Programm für Sie wieder vorbereitet und ich hoffe, dass Sie Gelegenheit haben, da miteinander ins Gespräch zu kommen, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende auch bei so einem Netzwerktreffen. Der Simon Amrosch hat mir gerade gesagt, ich muss so ein bisschen motivieren und für gute Stimmung sorgen. Das wollte ich doch jetzt auch gleich mal tun und wollte schon mal Ihnen zeigen, wie Sie auch heute über die nächsten Tage so ein bisschen oder über die nächsten Stunden Ihre Reaktionen vielleicht auch immer deutlich machen können. Sie kennen alle die Reaktionsbutton und dort können Sie eben die Hand heben. Sie können eben auch mal klatschen oder applaudieren. Und ich würde einfach sagen, jeder schickt uns mal vielleicht ein Smiley oder ein schönes Emoji, um einfach so ein bisschen zu zeigen, den Kolleginnen und Kollegen, wie sind wir drauf, was haben wir, wie ist die Stimmung heute? Ich sehe schon eine Sonne, ich sehe ein Smiley und Daumen hoch. Und ich denke, das ist, glaube ich, schon mal ein guter Einstieg für heute, für die nächsten Stunden. Und was ich nochmal super fände, wenn wir vielleicht auch alle noch ein bisschen was Physisches machen. Das ist ja für alle uns wirklich so eine schwierige Zeit gerade. Aber sag mal, es gibt manche Formate, die haben sich auch bewährt, dass wir sie, sag mal, digital machen, gerade wenn es darum geht, dass für viele Reisetätigkeit verbunden ist und sowas. Und deswegen haben wir jetzt auch diesmal nochmal entschlossen, das Netzwerktreffen in digitaler Form zu machen, weil das beim letzten Mal eigentlich sehr gut funktioniert hat. Aber ich denke, wir könnten uns vielleicht alle nochmal so ein bisschen, vielleicht wenn alle die Kamera einschalten, dann würden wir uns auch alle nochmal sehen. Super, da kann man einen Blick in die heimischen Büros werfen oder in die Büros in der Firma. Und wenn wir dann vielleicht einfach uns alle nochmal, sagen wir mal, symbolisch an die Hände klatschen, dann hätten wir sozusagen auch schon mal noch ein kleines physisches Element dabei. Also einfach vielleicht mal rechts und links die Hände an die Seiten nehmen und einfach mal den Nachbarn auf die Hände klatschen und sagen, lass uns heute einen schönen Tag draus machen und eine schöne Veranstaltung und lass uns zum Thema Wald und Klima austauschen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema ist. Das haben die letzten Jahre sozusagen gezeigt. Und ich denke, da sind wir heute, sagen wir mal, genau in dem richtigen Fahrwasser unterwegs, denn wir sehen, wie jetzt schon wieder die Wälder gebrannt haben und was sozusagen auch in diesem Kontext es an To-Dos für uns alle gibt. Ich glaube, da können Sie alle in der Bildungslandschaft sicherlich sehr viel Positives bewirken. Ich wünsche Ihnen einen super Tag und freue mich auf den Austausch. Und ich bin leider gleich wieder weg, aber Simon und Anne Schnupfeil werden heute dabei sein. Auch nochmal einen großen Dank an die beiden, die das vorbereitet haben und an das Team der Technik und viel, viel Spaß heute und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Super, vielen, vielen Dank, Christoph.
Auch vom Landesverband werden wir eine Begrüßung bekommen, vom Landesverband Thüringen. Das wird Herr Walter Boss sein, als der Waldpädagogikbeauftragte des Landesverbandes. Und ja, wird Ihnen einmal den Landesverband und die waldpädagogischen Angebote vorstellen. Ich freue mich auf Walter. Du darfst jetzt deinen Bildschirm teilen. Ja, dann auch erstmal vom Landesverband Thüringen. Hallo. Der Geschäftsführer, Herr Tobias Söllner, lässt sich leider entschuldigen. Dafür bin ich heute da. Und ich selber bin seit Oktober bei der SDW Thüringen als Projektkoordinator dabei und führe auch die Waldpädagogik durch. Und darüber habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt gleich präsentieren werde, um einfach so ein paar Angebote, die wir als SDW Thüringen anbieten, den Beteiligten näher zu bringen. Ich gebe noch kurz einen Bildschirm frei und dann geht's auch schon los. So, jetzt gucken wir mal. Sehen alle meinen Bildschirm? Das sieht gut aus, ja. Wunderbar, sehr schön. Ja, wir als Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Thüringen, bieten verschiedene Aktionen oder Bildungsprogramme an. Das lässt sich grob unterteilen in ein innerschulisches Angebot und ein außerschulisches Angebot. Das innerschulische Angebot, welches wir haben, das ist bundesweit, wird das angeboten, das ist die Soko Wald. Die Soko Wald ist eine interaktive Rallye rund um die Themen Wald und Waldprodukte. Und ja, wir wollen hier den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt eigentlich an Waldprodukten näher bringen, um auch so ein bisschen zu bewusst machen, wo überall im Wald verschiedene Produkte, wo überall im Alltag verschiedene Waldprodukte verfügbar sind und genutzt werden. Das Ganze ist geeignet für die Klassenstufe 3 bis 7 und eingeplant für das Programm sollten ungefähr 4 Schulstunden. Das Ganze wird im Klassenverband angeboten, das heißt, rechnen hier so mit 20 bis 30 Schülern. Aufgebaut ist es als Lernparcours, also man beginnt mit ein paar Grundlagen, wo erstmal versucht wird, mit allen Sinnen verschiedene Waldprodukte zu identifizieren. Und dann geht es auch schon los auf so eine Spurensuche im Umfeld der Schule, wo mit Digitalkamera verschiedene Waldprodukte im Umfeld gesucht werden und die mit der Kamera festgehalten werden, um dann gemeinsam mit der Klasse diese Entdeckungen und Funde auszuwerten. Hier wird dann auch so versucht zu identifizieren, wo kommen diese Produkte her, woraus bestehen sie, aus welchem Rohstoff und wo in der Welt werden diese Produkte oder Rohstoffe aufgetrieben. Um zum Schluss so den Bogen zu spannen, auch so ein bisschen die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu betreiben, wird dann geschaut, okay, wie hängt die Rohstoffproduktion mit Transport, Konsum und letztendlich auch mit der nachhaltigen Waldnutzung zusammen? Und wie kann man selber durch sein Handeln die Welt, sage ich mal, ein Stück besser machen, um eben nachhaltig zu handeln? Kommen wir nun zu den außerschulischen Angebot. Da bieten wir als Landesverband den Waldführerschein an, was eine Kooperation mit den jungen Jägern ist. Das ist quasi der Nachwuchs des Landesverbands Thüringen, des Landesjagdverbands. Und hier haben wir so einen interaktiven Stationsbetrieb entwickelt. Der wird angeboten auf verschiedenen Festen, Messen. Aber wir hatten es letztes Jahr auch schon mal gemacht, dass wir diesen Stand auch angeboten haben im Rahmen von der Pflanzaktion, weil einfach dort so viele Leute erwartet wurden, wo wir gesagt haben, gut, wir bilden einfach oder wir bieten dieses Bildungsprogramm auch noch für die beteiligten Kinder an. Und das wird jedes Mal super gut angenommen. Dieser Stationsbetrieb ist wirklich für jedes Alter geeignet. Also wir gehen auch inhaltlich dann immer auf das Alter speziell ein, gucken, dass wir dann inhaltlich das so vermitteln, dass es altersgerecht ist. Und ja, haben hier so ein Potpourri von, ich glaube, insgesamt 8 Lern- und Erlebnisstationen. Ist auch so ein bisschen angepasst an die Veranstaltungsgröße, wo Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, einiges über das Ökosystem Wald zu lernen. Und das halt nicht nur durch Fragen stellen, sondern auch durch interaktive Sachen. Wir gehen mit denen zum Beispiel auf eine Art Pirsch, wo wir so Holzfiguren von Tieren aufstellen, im Grün, so ein bisschen mal versuchen, uns daran zu pirschen.
Haben aber auch spielerische Aktivitäten, wie zum Beispiel so einen Wurfbaum, einfach auch so ein bisschen Spiel und Spaß mit reinzubringen. Das weitere außerschulische Angebot, was wir als Landesverband anbieten, sind die Wald-Jugendspiele, die es seit den 90er Jahren gibt. Das Ganze machen wir in Kooperation mit Thüringforst. Und ja, das ist eine jährliche Veranstaltungsreihe in verschiedenen Forstämtern in Thüringen, jeweils für die vierte Klasse. Und ja, je Veranstaltungsort melden sich dann mehrere Klassen, mehrere Schulen an, sodass wir pro Tag ungefähr 200 bis 500 teilnehmende Kinder haben, was aufs Jahr hochgerechnet dann wirklich bis zu 10.000 Kinder sind, die wir mit den Waldjugendspielen jedes Jahr erreichen. Dieser Waldparcours, den wir dort aufbauen, der wird betreut durch Mitglieder der STW, aber vor allem durch die Angestellten von den jeweiligen Forstämtern von Thüringforst. Und dort haben wir verschiedene abwechslungsreiche interaktive Stationen, wo es auch darum geht, wirklich den Kindern spielend das Wissen zu vermitteln. Es soll eigentlich eine schöne Zeit im Wald sein und weniger der Vortrag sein, sondern wirklich, wo man interaktiv die Kinder dazu bewegt, was über den Wald zu erfahren. Ja, dann noch das andere außerschulische Angebot von uns, das sind Erlebniswanderung oder ich sage jetzt mal alten Begriff Waldführung. Ja, da sind wir zum Glück auch zertifiziert mit dem Thüringer Qualitätssiegel Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein Förderprogramm, was vom Bundesland angeboten wird und darüber sind wir extrem dankbar, weil es uns einfach ganz neue Möglichkeiten bietet, da wir dort die Bildungsarbeit auf einem noch höheren Niveau anbieten können. Und ja, dort bei den Waldführungen geht es wirklich darum, interaktiv im Wald und mit allen Sinnen den Wald zu entdecken mit den Schulkindern. Das ganze Bildungsprogramm haben wir auch angepasst an die BME-Kriterien, dass wir diese Bildung für nachhaltige Entwicklung auch wirklich vor Ort in die Köpfe der Menschen bringen. Das Angebot richtet sich an Kitas, an Grundschulen und weiterführende Schulen. Und hat etwa eine Dauer von 3 Stunden oder 4 Schulstunden. Also ich sage mal, das ist so eine Vormittagsveranstaltung. Wir haben da ein Rahmenprogramm von insgesamt 12 verschiedenen Themenkomplexen, welche jeweils angepasst sind an die jeweilige Jahreszeit, aber auch an den Lehrplan. Und wir versuchen das auch wirklich so flexibel wie möglich zu gestalten. Also wir gehen da auch wirklich auf Themenwünsche der Lehrkräfte ein. Versuchen wirklich die Umgebung mit einzubeziehen und sind da auch flexibel bei der Ortswahl. Also ich selbst versuche da natürlich auch immer dann in der Nähe von der Schule ein Waldstück zu finden, wo man diese Waldführung durchführen kann. Einfach, dass man auch diesen regionalen Ortsbezug hat. Und ja, wichtig ist wirklich uns, dass wir dort spielerisch mit den Kindern den Wald entdecken. Hauptsitz ist von uns, von der Außenstelle, ist Jena. Und von daher sind dort die meisten Bildungsangebote, dort sind auch recht viele Schulen. Und wir haben dort noch das große Glück, dass dort momentan das Naturerlebniszentrum entsteht, das durch den Stadtforst Jena aufgebaut wird. Wir als STW Thüringen sind dort auch mit beteiligt, bekommen dort auch ein Büro. Und langfristig entsteht dort auch noch ein Waldlabor. Das ist ein grünes Klassenzimmer. Der Bau beginnt hoffentlich Ende dieses Jahres. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir nicht so wetterabhängig sind. Also momentan ist es wirklich so, dass wir dort angewiesen sind, dass das Wetter auch passt. Und sobald das grüne Klassenzimmer dann fertiggestellt ist, hoffentlich dann, sag mal, Ende nächsten Jahres, haben wir dann auch noch die Möglichkeit, wirklich Indoor-Veranstaltungen anzubieten. Oder halt, bevor das schlechte Wetter dazu führt, dass die Waldführung abgesagt werden muss, können wir dann unter dem Dach unsere Bildungsangebote weiterhin anbieten. Genau, das war so ein kurzer Auszug zu unseren waldpädagogischen Angeboten. Bei weiteren Fragen einfach gern Bescheid geben. Ich denke, wir haben dafür heute auch Zeit. Und ja, ansonsten weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Aber wie gesagt, gern auch heute einfach den Austausch nutzen und dort direkt an mich Fragen stellen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ja, gebe das Wort wieder an Herrn Ambrosch.
Ja, vielen herzlichen Dank, Walter, für die guten Einblicke. Und ich übernehme gerade mal für Herrn Ambrosch zwischenzeitlich. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich bin Anne Schnurpfeil, ich bin die Projektleiterin des Projektes Die Klimakönner und nunmehr seit 6 Jahren dabei. Und ich möchte Ihnen gerade mal ja unsere Angebote vorstellen, die das Projekt so ausmachen. Und da haben wir ja als erstes unsere Fortbildungsangebote, die sind auch das Herzstück des Projektes. Die führen wir einmal in Präsenz durch und dort ist es eben so, dass wir Pädagoginnen und auch angehende Pädagoginnen, zum Beispiel in Erzieherschulen, ja eben soweit Klimaexperten und Expertinnen qualifizieren, damit diese dann eben als Multiplikatoren in ihrer Arbeit ganz viele Menschen für unsere Themen sensibilisieren können. Und eben auch dann die Zusammenhänge zwischen Wald und Klima diesen ja, Menschen näher bringen. Wir haben seit 2015, also es ist ja schon das zweite Projekt, was unter dem Namen Klimakönner läuft, haben wir etwa 270 Fortbildungen durchgeführt, bundesweit, auch mit unseren Kolleginnen in den Landesverbänden und circa ja, 4.500 Multiplikatoren geschult. Also es ist eine ganz beachtliche Zahl, darüber sind wir sehr froh, denn das bedeutet eben auch, dass die uns wichtigen Themen auch ja in der Öffentlichkeit eben auch genug gesehen werden und auch in der Bildungsarbeit ihren Platz finden. Die Nachfrage an unseren Fortbildungsterminen ist so groß, dass wir ja dieses Jahr schon alle vergeben haben. Aber ja, wir arbeiten daran, dass wir auch zukünftig über das Projekt hinaus auch wieder Fortbildungsangebote machen können. Zusätzlich haben wir auch einen Online-Kurs entwickelt, der ja jederzeit quasi genutzt werden kann. Es war eigentlich uns gar nicht bewusst, dass die doch schwierigen Covid-19-Zeiten kommen, aber es hat dann ganz gut gepasst, dass das im Projekt eben auch so geplant war, den Online-Kurs zu entwickeln. Und so kann man dann eben auch unabhängig von Zeit und Ort und auch vielleicht unabhängig von irgendwelchen Restriktionen jederzeit den Online-Kurs besuchen und sich eben auch zum Klimakönner, zur Klimakönnerin qualifizieren. Und vielleicht, um mal ein paar Zahlen zu nennen, ja, seit Anfang letzten Jahres haben sich ungefähr 600 Personen für den Online-Kurs immerhin angemeldet. Und dieses Angebot wird natürlich auch über das Projekt hinaus bestehen bleiben. Dann gibt es diverse kostenfreie Bildungsmaterialien in unserem Projekt, die eben jeden darin unterstützen, die waldpädagogische Arbeit mit dem Themenschwerpunkt Klima auch ja aktiv weiter voranzubringen und eben auch in den Alltag der Bildungsarbeit zu integrieren, sodass Kindern eben Naturerfahrungen ermöglicht werden können. Und in Kürze wird es auch eine neue Bildungsbroschüre in der Reihe geben. Die werde ich nachher noch ein bisschen ja, genauer vorstellen, dass Sie da schon mal einen Einblick bekommen. Sie werden die Ersten sein. ja, insofern, genau, bleibt es spannend. Und weiterhin im Projekt entwickelt haben wir die Waldkönner-Auszeichnung. Und ja, hier ist es eben so, dass Einrichtungen, die schon besonders aktiv zur Bildungsarbeit zu Wald und Klima sind oder vielleicht auch noch aktiver werden möchten, unterstützt werden mit verschiedenen Angeboten von uns. Und dort ist es so, dass ja immerhin auch schon knapp 450 Bewerbungen eingegangen sind. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Einrichtungen, die das Programm und die Auszeichnung interessieren. Und ich denke, auch das ist ein positives Zeichen insgesamt für die Bildungsarbeit zu Wald und Klima. Dann haben wir unsere Netzwerktreffen, was Sie ja eines der Netzwerktreffen, was Sie ja gerade besuchen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, denn so ist es möglich, dass wir uns untereinander vernetzen und unsere ja, Expertise austauschen und einfach dann auch Synergien nutzen. Und in diesem Jahr wird es dann auch eine ja, bundesweite Fachtagung geben, die heißt Fachtagung Waldklimabildung am 27. und 28.09. in Berlin wird die stattfinden im Waldhotel Schmöckwitz. Und dort werden wir eben ja die Ergebnisse, die wir zum Teil ja eben auch aus den Netzwerktreffen bekommen haben, nämlich vor allem auch Wünsche an Politik nochmal auf bundesweite Ebene heben und diesen Themen dann dort auch den nötigen Raum geben. Und dann gibt es natürlich auch, ja, genau wie auf anderen Tagungen bei uns auch typischerweise weitere Angebote wie Fachvorträge, aber natürlich auch immer wieder Praxisanregungen, zum einen für die waldpädagogische Praxis, aber zum anderen in diesem Jahr auch bei der Tagung zur Klimakommunikation, denn auch das ist ein wichtiges Thema, wenn wir
die Bildungsarbeit so weit und Klima voranbringen können, müssen wir natürlich auch wissen, wie wir das am besten unseren Zielgruppen kommunizieren. Und auch damit werden wir uns dort beschäftigen. Und natürlich gibt es auch weiterhin wieder den Austausch und dann auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Dann haben wir den Bildungsserver Wald ins Leben gerufen. Das ist ja die neue Projektwebseite der Klimakönner. Und dort gibt es ja eine Übersicht zu all unseren Angeboten, zu Veranstaltungsterminen deutschlandweit. Es gibt diverse Informationen und Unterlagen zu dem Projekt. Und dann ganz wichtig, deswegen auch Bildungsserver Wald, haben wir dort eine große Datenbank mit verschiedenen kostenfreien Bildungsmaterialien, die man sich dort herunterladen kann. Und es gibt dann so eine Suchmaske, wo man zum Beispiel Stichworte eingeben kann, aber auch ja eine bestimmte Altersgruppe, für die man vielleicht Materialien sucht. Und das wird einem dann mithilfe einer Suchmaschine herausgesucht. Und dann kann man das Ganze dann eben seinen Wünschen entsprechend auch herunterladen und für die eigene Arbeit nutzen.